Und damit herzlich willkommen zu Let's Play mit Evil Dynasty. Es ist wieder was passiert. Wir haben jetzt Jahr 21. Nicht so viel kaputt gegangen, wie ich dachte. Wie alt ist denn Rudolf jetzt? Oh, die ist schon 43. Er ist 14, er müsste auch bald erwachsen sein. Aber ich glaube, jetzt kann er auch in die Lehre gehen. Ich bin 38. Hallo. Hey Papa, na, was machst du gerade, Junge? Schön, gerade schönes Junge. Mir ist im Wald eine Gruppe Fremde begegnet. Ich habe herausgefunden, dass sie vor dem Krieg geflohen sind. Sie haben nur ein behelfsmäßiges Lager. Ich glaube, sie könnten Hilfe gebrauchen. Erzähl mir mehr über diese Leute. Es ist eine fünfköpfige Familie, ein Ehepaar mit zwei kleinen Kindern und ein etwas älterer. Am Anfang hatten sie Angst vor mir, aber ich konnte sie davon überzeugen, dass ich keine Gefahr darstelle. Die ganze Familie kommt aus dem Norden. Ihr Dorf wurde von Plünderern überrannt und niedergebrannt. Aus Angst verboten sie mir, jemanden zu erzählen, wo sich ihr Lager befindet. Ihre Geschichte erinnert mich an unsere Familie. Wir kamen doch auch als Flüchtlinge hier ins Tal. Vielleicht fühle ich mich deshalb so für sie verantwortlich. Ich fragte sie, was ich für sie tun könne, aber ich bekam keine klare Antwort. Der Vater bedankte sich nur und behauptete, sie würden schon zurechtkommen. Ich bin so gut wie sicher, dass sie damit nur höflich sein wollten. Was denkst du, Vater? Wir sollten ihnen etwas zu essen und frisches Wasser bringen, um unsere Gastfreundschaft zu zeigen. Niemand wird in unserem Land verhungern. Das ist vernünftig. Die Familie meinte, sie wollten weiter nach Süden. Für diese Reise werden sie Vorräte brauchen. Ich kümmere mich um das Wasser und um etwas Gemüse. Willst du ihm helfen und Fladenbrot und Trockenfleisch besorgen? Es wäre ein guter Proviant. Da du es erwähnst, für diesen einsamen Weg werden sie auch gute Schuhe und feste Taschen brauchen. Sicher, sie haben noch einen langen Weg vor sich und ihre Stiefel sind nach einer tagelangen Reise bereits jetzt ausgetreten. Kannst du mir dabei helfen, Schuhe für sie zu finden? Währenddessen suche ich nach ein paar stabilen Taschen. Fällt noch was ein, Vater? Waffen. Die Erwachsenen werden sie brauchen, um ihre Kinder zu beschützen. Das hätte ich fast vergessen. Die Eltern werden sich mit Waffen sicherer fühlen und die Kinder werden ruhiger bleiben, wenn sie sich beschützt wissen. Wir können den Jungs noch etwas Spielzeug zur Beschäftigung geben. Am wichtigsten wäre allerdings erst das. Kannst du zwei Jagdbögen entbehren? Ich kann für die Pfeile sorgen. Könnte ich ablehnen. Wie mache ich denn eine Stoffpuppe? Oh, wenn ich schon mal hier bin. How is life treating you? Haha. Goodbye. Da muss ich erstmal gucken, wie ich diese ganzen Sachen zusammenrühre. Er müsste auch bald erwachsen sein. Also ich glaube, mit 15 sind die wahrscheinlich schon erwachsen. Oder müssen sie erst 18 werden? Mal schauen. Ein Fladenbrot müsste ich ja eigentlich machen können. Kein Problem. Ich wollte mal gucken, ob es noch mehr Sachen gibt tatsächlich. Trockenfleisch ist auch kein Problem. Das kann ich beim Jäger machen. Bogen sollte ich auch hinkriegen und Stoffpuppe muss ich gucken. Weizenbrötchen. So, da mach ich mal das Fladenbrot. Trockenfleisch. Als nächstes. Sollte hier oben in der Jagdhütte auf jeden Fall gehen. Kann mich auf jeden Fall nicht beschweren, weil unserem Dorf geht's einfach nur super. Was müsst ihr hier machen können?
Ah ja, der hängt nicht auf oder so. Also keine separate Animation. Einfache Schuhe. Ach, einen Bogen müsste ich auch hier machen können. Leingarten, okay. Schnauze. Wahrscheinlich brauche ich Leder. Aber ich die Stoffpuppe mache? Keine Ahnung. In der Werkstatt vielleicht. Schicke Schuhe. Ich brauche mehr Leder. Wahrscheinlich muss ich auch Stoff herstellen. Wahrscheinlich Wollstoffschuhe. Müssen dann gleich verjagen. Ja, Wolle ist relativ schnell weg. Ist es nicht schön, dass wir in einem Dorf leben, in dem wir alles herstellen können, was wir wollen und brauchen? Ja, wirklich alles. Dem Dorf geht's gut. Alle haben immer genug zu essen, alle haben genug Brennholz, wir haben reichlich Tiere, die uns versorgen, wir haben fette Tiere. Oh ja, das ist mal ein Stiernacken. Na, wie geht's euch? Ganz gut, schätze ich mal. So, jetzt brauchen wir noch ein bisschen Leder. Oh, es ist noch nicht voll überladen, das ist schön. Oh, schon wieder 1000 Kilo Steine. So, daraus kann ich auch was machen. Fünfmal einfache Schuhe. Jetzt, da der Winter kommt, hätte ich ihm tatsächlich lieber bessere Sachen gegeben. Da hätte ich dem doch lieber Pelzstiefel gegeben. So, wo könnte ich eine Stoffpuppe machen? Sonstiges? Nee. Nee. Hier könnte ich es mir vorstellen. Nur mal kurz Platz. Stoffpuppe. Wo kriege ich eine Stoffpuppe her? Nee. Gibt es noch irgendein Gebäude, was mir fehlt? Was ist das hier? Ein Feldschuppen. Ah ja, der ist dazugekommen. Häuser hat sich nichts geändert. Warum Schuppen? Nö, sieht alles noch gleich aus. Gleich.
Lager ist gleich, Dienstleistung ist gleich. Alles noch gleich. Aber die hier tätig sind, kümmern sich um Felder und Plantagen, okay. Moment, heißt es, unsere Felder werden nicht mehr bewirtschaftet? Ich verstehe. Scheune. Das sind automatisch Scheunenknechte. Oh, das ist ja fies, das hätte ich wissen müssen. Das ist ja richtig, richtig mies. Oh, das ist interessant, wie das jetzt aufgebaut wird. Hat man noch ungefähr. Naja, es geht tatsächlich ein Stückweise so hoch. Da muss ich ja gleich mal schuppen. Gleich mal gucken. Wer da jetzt drin arbeiten kann. 4 Leute passen da rein. Irgendwer fehlt noch. Das war eigentlich eine Jägerin. Ja, das wäre echt gut gewesen. Es ist kein Wunder, dass hier nichts mehr passiert. Dann habe ich hier die coole Scheune, die eigentlich nichts mehr bringt. So richtig. Klar, die bringt immer noch was, aber. So, warte mal. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo kriege ich denn Stoffpuppe her? Dachsfellteppich, cool. Wildschweinfellteppich. Ziegenfellteppich. Schaffellteppich. Wollfellteppich, Tantrank. Gibt es ja noch mehr, was ich irgendwie kaufen könnte? So, ist da irgendwo eine Stoffpuppe? Bündel. Ein Möbel zum Aufbewahren von ein paar Gegenständen. Satteltasche. Keine Ahnung, wo soll ich denn eine Stoffpuppe herkriegen? Ein Hechtrelief, Entenrelief. Tolle Sachen, aber. Nähere 3. Nee. Ich habe keine Ahnung, wo ich eine Stoffpuppe herkrieg.
Ich frage mal den Jungen, vielleicht hat der eine Ahnung. Besorge Stoffpuppen, aber keine Ahnung woher. Haha, wird schon kein Durchfall verursachen. What's going on? Wo finde ich? Have a nice day. Ich habe keine Ahnung, wo soll ich den Stoffpuppen herkriegen? Ich habe gedacht, das wird so eine entspannte Quest jetzt, so ein. Aber ich kann. Oh, vielleicht von der hier. Ihr verkauft doch so einen Tant. Hello. Whatever you need, I've got it. Sind auf jeden Fall neue Sachen dabei, aber die Falken nehme ich auf jeden Fall. Falken sind gut. Das nehme ich auch. Du kannst hier meine Kacke haben. Ich habe jetzt nirgendwo Stoffpuppen gesehen. Das ist neu. Ist mein Pferd verletzt? Nö. Aber ich bin wirklich umgeflogen. So, die, wenn jemand hier Stoffpuppen hat, dann ist sie das ja, oder? Sie hier hinten. Sie. What can I let me show you my wares? Stoffpuppen. Muss vom Händler einen Händler gekauft können. Gut. Aber es war einfach nur logisch, dass sie die einzige ist, dass man hier sowas kriegen könnte. Aber ich habe gedacht, das kann ich vielleicht selber herstellen. I do for you. Farewell. Trage ich echt 11 Tonnen Zeug mit mir rum. Gut, zurück zu unserem Sohn. Okay, Junge, ich habe alles, was du wolltest. Das Spiel hier neigt sich langsam dem Ende zu. Hallo Vater, wie ich sehe, hast du alles zusammen, das wir brauchen. Kannst Kamerad den Flüchtlingen diese Geschenke zu bringen? Ja, hast du alles, ich hoffe, wir machen der Familie damit eine Freude. Vergiss nicht, ihnen meine besten Wünsche auszurichten. Vielen Dank, das Mädchen wird bestimmt dankbar sein. Warte einen Moment, Mädchen? Ich verstehe, es erklärt einiges. Und? Ich denke, du solltest deinen eigenen Sohn gut genug kennen, um zu wissen, dass mir die Arbeit auf dem Feld in der Werkstatt wichtiger sind als Händchen halten und süße Worte. Das überlasse ich den Sensibelchen. Versuch nicht, dich herauszureden. Ich kann doch sehen, dass du etwas vor sich geht. Kannst mich nicht so leicht täuschen. Gib mir eine Chance, Junge. Gib ihr eine Chance, Junge.
Ganz ehrlich, sie schüchtert mich ein. Ich muss zugeben, dieses Mädchen ist hart im Nehmen und sehr eigenständig. Sie bringt ihren kleinen Brüdern bei, wie man in der Wildnis überlebt und auf der Reise zurechtkommt. Ihre Zähigkeit erinnert mich an mich. Ich erinnere mich noch so genau daran, wie du mir auf Schritt und Tritt gefolgt bist, als wäre es gestern gewesen. Du bist so schnell groß geworden, Sohnemann. Hast du dich schon geküsst? Nein, ich habe niemanden geküsst, Vater. Lass es gut sein. Übrigens ist es schon eine Weile her, dass ich ein Kind war. Ist das nicht aufgefallen? Also, nachdem wir gerade das Mädchen redeten, da gibt's etwas, das ich mit dir besprechen möchte. Bin ganz Ohr. Das Mädchen nennt sich Astrid. Sie kommt eigentlich aus dem Norden, aber sie begegnete den Flüchtlingsfamilie auf dem Weg und schloss sich ihnen an. Seitdem haben sie sich gegenseitig geholfen. Ihre eigentlichen Verwandten sind vor Jahren bei Hungersnot gestorben. Astrid sucht nach einem Ort, an dem sie sich niederlassen kann. Sie fragt mich, ob sie in unser Dorf willkommen wäre, Vater. Ich war mir erst nicht sicher, ob ich dich fragen soll, aber haben wir noch Platz für eine weitere Dorfbewohnerin? Es wäre ein hungriger Magen mehr, den es zu füllen gelte. Was würde sie zu unserem Dorf beitragen? Ich weiß einfach nicht, woher sie die Stärke nimmt. Astrid zerschlägt Felsen, als wären es Kohlköpfe. Das muss eine besondere Technik sein. Ich muss das auch mal lernen, also wir könnten sie jemanden gebrauchen. Wenn sie deine Zustimmung hat, erteile ich ihr meine Erlaubnis. Ich hoffe, du hast dir das gut überlegt. Das ist gut zu hören. Ich lasse es sofort wissen. Sie wird wahrscheinlich warten, bis ihre Adoptivfamilie weiterzieht, bevor sie sich uns anschließt. Das ist das letzte Mal, und wer weiß, wie lange, dass ich sie sehe. Das klingt sehr erwachsen, natürlich kann sie sich Zeit nehmen. Okay, dann auf den nächsten Tag warten. Ah ja, da kann ich ja auch ein Haus bauen. Na, hoffentlich wird sowas von mir später nicht auch noch verlangt. Damit das arme Kind dann... Schnauze! Ich bin hier der Meister. Ah, hier direkt am Dorfrand will ich jetzt auch nicht wohnen lassen, tatsächlich. Hier so ein bisschen abseits. Ach so, es fällt. Dann bauen wir der guten Astrid mal ein Haus. Oh, überraschenderweise braucht das jetzt eine ganze Folge für sich. Und wenn sie schon ein Haus kriegt, dann kriegt sie gleich ein richtiges. Na, jetzt muss ich nochmal neu anfangen gleich. Da, ich habe auch gerade gesehen, da gibt es was Neues. Ein Schneeball. Muss ich mir mal angucken.
Ah, ist ja dann auch gleich Winter. Bin ich gleich mal. Das probiere ich dann gleich mal aus. Was ich da machen kann mit dem Schneeball. Und vor allem kann man sie verkaufen. Familie ist weitergezogen, die kommt zu uns und stellt fest, oh, irgendwie ist alles kacke, ich gehe wieder. Aber die Familie ist weg. Junge, ich baue hier gerade für deine zukünftige, für deine Flamme ein Haus. Es wäre schön, wenn du mir hilfst. In dem Haus wirst du vielleicht später auch deine Kinder großziehen, also ein bisschen Einsatz. Könnt ihr euch noch erinnern, als wir mal Essensprobleme haben? Das ist auch so lang her in dem Spiel. So. Was kann sie denn? Gewinnung, ich habe schon vermutet. Sechser Gewinnung. Ist ja ein Witz. Aber da es jetzt der Winter kommt, verputze ich dir auch gleich noch alles. Kann ich schon verstehen, dass du es warm haben willst. Die wird sich dann echt freuen, dass sie hier wenigstens in einem einigermaßen warmen Haus sein kann. Aber ohne Fensterläden ist ja auch Kacke. Brauchst halt viel mehr Brennholz, um es einigermaßen warm zu kriegen. Ah, ein paar Minuten brauchen wir noch. Ah, ist ja auch noch was. Wollte gerade sagen, meine Frau hat bestimmt nichts dagegen, wenn ich das Bett schon mal für sie warm liege. Da bin ich sehr gespannt. Sehr schön. Ah. Und tatsächlich, da es kein Strohdach ist, hätte ich jetzt auch viel, hätte ich da tatsächlich viel weniger Angst, dass sie was abfackelt. Allerdings, wenn nicht mal das hier jetzt wird, ja. Ein Feuer ist eigentlich heiß genug, dass das hier wirklich abhackeln kann. Dieser Bereich. Wenn es zu stark. Wenn du es zu stark machst. Könnte ich nicht hier Dekos und sowas? Perfekt.
Ah, kein Gun mehr, aber egal. Konnte ich mit der Tür auch was machen? Ich konnte doch die Tür eigentlich auch dekorieren. Egal. Pennen wir erstmal die Nacht durch. Das Mädchen fühlt sich immer so schon wieder zu Hause. Es geht ihr gut. Du wirkst wenig begeistert. Was ist los? Ach, das ist sich nur für harte Arbeit. Sie lächelte nun wieder, wenn wir uns zufällig sehen, aber sonst nichts. Ich fange an zu glauben, das war der einzige Grund, warum sie bei uns bleiben wollte. Außerdem scheint sie wohl etwas älter als ich zu sein. Vielleicht hat sie mich deshalb nie wirklich ernst genommen. Und die Adoptivfamilie, was hat es damit wirklich auf sich? Zu viel Ungewissheit. Keine Sorge, Sonnemann, man hat nicht immer Erfolg. Deine Mutter hat es mir auch schwer gemacht, bevor ich sie für mich gewinnen konnte. Ich kenne die Geschichte schon auswendig. Lass mir es gut sein. Wenn du mich entschuldigst, ich habe andere wichtige Aufgaben, um die ich mich kümmern muss. In Ordnung, Kopf hoch, mein Junge. Oh ja. Schön, dass ich ihr Haus auch noch dekoriert habe. Okay, jetzt will ich noch kurz was testen. Ein Geschoss kann nur wiederhergestellt werden, zum harmlosen Spaß und Abwerfen. Blöde Familie, blöder Junge. Ich glaube, das ist schon mal eine Vorbereitung für einen Mehrspielermodus. Danke, denn ich hasse meine Familie. Ihr seid Kacke. Kacke. Junge, du bist ein Idiot. Mann, wie schwach ist denn der? Verwerfen kann er. Ah, bin mal gespannt, ob der Schneeball bleibt. Okay, dann würde ich wieder sagen, warte mal, wie alt ist Rudolf jetzt? Na, Junge? Er ist noch 14 immer. Okay, dann würde ich sagen, das war Let's Play. Oh, hier ein bisschen Bein. Let's Play Bad Evil Dynasty für heute. Ich sage Ciao mit Wichtlein TV. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Oh, warte, kann ich eigentlich? Nee. Schneesuppe! Schneesuppe! Nee, sowas haben sie nicht gedacht. Dann sehen wir uns das nächste Mal hier. Macht's gut. Bye, Leute. Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Medieval Dynasty. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit jetzt vergangen ist. Ich habe es tatsächlich immer einige Stunden laufen lassen. Ich bin mittlerweile 40, das ist mindestens 2 Jahre vergangen. Er ist jetzt auch schon 16. Hey Vater, na, was machst du gerade, schönes Junge? Papa, ich habe angefangen darüber nachzudenken, ob ich nicht lernen sollte, wie man eine Waffe führt. So würde ich mich auf den Straßen und in der Wildnis sicherer fühlen. Sicher, warum nicht? Ich denke, du bist mittlerweile verantwortungsbewusst genug dafür. Hast du schon ein paar Jahre nichts mehr geklaut. Ich will sicher sein, dass meine Angreifer nach einem gezielten Schlag nicht wieder aufstehen. Steinspeer, Bogen wird zu passen. Als Scharrenbesatzer Knüppel vielleicht das Richtige. Genau richtig. Ich wünsche mir, dass meine zukünftigen Feinde und wilden Tiere vor den Schlägen meines Knüppels zittern. Die Stacheln meiner Waffe werden ihre Schädel spalten. Sogar ich zucke schon zusammen, wenn ich daran denke, was für einen Schaden sie anrichten kann. Langsam, junger Mann. Wird doch fast übel. Also, was denkst du? Kannst du mir einen besorgen? Ich werde eine anständige Waffe beschaffen. Da ist einer. Ist die Waffe für mich? Sei vorsichtig und mach dich nicht dreckig. Blut lässt sich schwer abwaschen.
Im Zweifel kann ich ja mein Hemd ausziehen. Damit würde ich meine Gegner dann doppelt beeindrucken. Ich zerquetsche sie, bevor sie wissen, wie sie ihnen geschieht. Danke, Papa. Suche deine Kollegen Stelle zum Üben, versuche keinen unserer Nachbarn zu verletzen. Wie jetzt? Das war's schon wieder. Moment. Aktualisiert. Ne, die ist fertig. Ja. Tja, das war's dann ja auch schon wieder. Nein, oh Gott, ey. Der Content tröpfelt immer so wirklich schlückchenweise rein, aber das gefällt mir so nicht. Naja, ich habe jetzt auch schon lange nicht mal geguckt, dass ich was mache. Man sieht's. Ich könnte noch mal kurz schauen, aber ich vermute mal, mittlerweile ist wieder alles total über. Irgendwann zwischendrin habe ich mal kurz was geholt. Das war jetzt nicht so besonders. Also er ist jetzt 16. Es wird nicht mehr lange dauern, dann ist er durch mit dem Erwachsenwerden. Ach, ist noch nicht wieder voll. Habe ich noch hier? Nee, die kommen eher drüben rein. Es ist nicht so extrem voll, oder habe ich es vorhin erst geleert? Das kann auch sein. Oh, das hier ist voll. Voll mit was? Wahrscheinlich voller Fleisch. Und Verdorbenes. Verkaufst jetzt mal gebratenes Fleisch. Oh, 100 am Tag wird er los. Sag mal, du wirst 300 am Tag los. Kirsche, Pflaume, Birne, Apfel, Beere. Nee, die nicht. Eier? Ja, da haben wir ein rundes Angebot. Ein paar Zwiebeln, rote Beete haben wir zu wenig. Boah, 4000 Honigwaben, die könnte ich eigentlich mal. Mit dem rohes Fleisch kannst du auch noch ein bisschen verkaufen. Ja, passt so. Honigwaben gehen ja nicht kaputt. Ach, macht nur, was ihr wollt. 400 Kilo Honig. Waben. Da die unzerstörbar sind, ist alles gut. Tja. Das war's im Grunde schon wieder mit dem Content. Dann klatsche ich das irgendwo dran oder es folgt danach noch was. Bis zum nächsten Mal. Bye, Leute. Und damit herzlich willkommen zu dem letzten Teil meiner Aufnahmen von Medieval Dynasty, denn es ist nur noch ein was wir tun müssen. Sterben. Sterben ist quasi das Letzte, was uns noch fehlt. Bevor ich das mache, obwohl ich habe ja eh gespeichert. Ich will nur wissen, ob da irgendwie eine Animation oder irgendwas noch kommt, weil dann ist dieses Let's Play auf jeden Fall durch. Ich werde es auch wahrscheinlich nicht nochmal anfassen, weil ich habe jetzt fast 300 Folgen davon gemacht. Ich habe alle Quests, die es irgendwie gab, gemacht. Bis auf eine, die fehlgeschlagen ist, weil ich... keine Ahnung. Oh nein!
Nimm das, du blödes Wildschwein! Was, das hat... Schlage ich hier ernsthaft? Ich habe ein Wildschwein totgeschlagen, ernsthaft? Habe ich gerade ernsthaft ein Wildschwein totgeprügelt? Also, mein Sohn kann stolz auf mich sein. Alter, was bin ich denn für ein Monster? Also, nachdem ich jetzt erfolgreich zwei Wildschweine totgeschlagen habe. Ich habe zwei Wildschweine mit bloßen Fäusten getötet. Ja. Oh, da ist das nächste Opfer. Na los, komm nur her. Okay, zwei habe ich geschafft. Sind wir gestorben? Die Dynastie geht weiter, denn Erbe Rudolf wird für dich weitermachen. Spiele weiter als Rudolf. Rasimir starb im Alter von 42 Jahren. Ja, die Dynastie wird fortgesetzt. Warte mal. Rudolf, 18, der hat auch... hat er jetzt meine ganzen Sachen gekriegt? Tatsächlich, der hat einfach meine ganzen Sachen gekriegt und... Hey, ich sehe ja ganz schön schnieke aus. Warte, ich will mit meiner Mutter reden. Keine Hauptquest mehr. Ja, aber das heißt, du musst ja wirklich mit deinem Charakter mal 18 Jahre überleben, damit du eine Chance hast, weiterzumachen. Rudolf? Ist hier irgendwas weitergegangen? Wahrscheinlich nicht. Ah, ich stehe natürlich jetzt nicht mehr dabei. Ich habe vergessen, wie meine Frau hieß. Aber die ist ja Köchin. Ist noch da. Die waren es nicht. Hermann Gilda, natürlich. Ach, okay. Ich bin jetzt aber auch wirklich ein... Nee, das sieht irgendwie cool aus, hier zu laufen. Hermann Gilda. Die ist jetzt wahrscheinlich zum normalen NPC geworden, könnte ich wetten. Aber ich habe jetzt in dem Spiel alle Errungenschaften, die es gibt. Weißt du es nicht? Nee, sieht nur ähnlich furchtbar aus. Warten wir mal kurz, was Mama macht. Hier sind ja die beiden Typen, Helmut. Roch? Nee. Roch, der Restauranttester? How is life treating you? Dein Vater war die Liebe meines Lebens. Er brachte mich zum Lachen, gab mir Sicherheit. Durch ihn fühlte ich mich lebendig. Nun ist er fort. Und er muss eine meiner Lungen mitgenommen haben, denn ohne ihn kann ich kaum atmen. Aber lass uns nicht weinen, er hätte das gehasst. Was er verdient ist, dass wir uns mit einem Lächeln ihn erinnern. Wir werden viel zu seinem Lächeln, Mutter, denn vergessen werden wir ihn nie. Das war's, damit ist das auch abgehakt, wie es scheint. Beschäftigt sich den Mund. Als ich so alt war wie du, begegnete ich einmal einem seltsamen Wanderer. Er versuchte mir, verschimmelten Käse als Delikatesse zu verkaufen. Ein kranker Verstand ist eine... schreckliche Sache. Vergiss nie, auch zu solch unglücklichen Menschen freundlich zu sein. Ja, das war jetzt irgendwie recht unspektakulär. Ich meine, wir haben gerade unseren Vater verloren. Ja, egal. Okay, damit haben wir mit Evil Dynasty durch. Und dann können wir endlich uns neuen Projekten widmen. Ich meine, unser Doof ist ja jetzt gar nicht mal so schlecht, davon abgesehen, dass hier ein paar Schindeln fehlen. Aber ansonsten haben wir ein recht tolles Dorf eigentlich aufgebaut. Klar, zum Schluss habe ich jetzt ein bisschen vernachlässigt, weil ich die Zeit habe einfach durchlaufen lassen. Aber es hat gut funktioniert, wir sind reich geworden, wir haben viel erlebt und es hat uns nie an irgendwas gemangelt. Dann sehen wir uns zum nächsten Let's Play. Ich sage Ciao mit Wichtlein TV. Bye, Leute!